Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zu SteamWorld Dig. Haben wir schon wieder so einen Stein hier im Weg liegen? Das funktioniert jetzt mal nicht. Da kriegen wir die Bombe nicht runter. Braucht dafür irgendein Upgrade? Das Verbesserungsrädchen haben. Wir wissen ja, wie teuer die sind, wenn wir sie bei dem Typen kaufen. Was bringt das jetzt? Naja, wir kommen so nicht weiter. Ich würde sagen, gehen wir erstmal zu Rosie. Damit wir wissen, was hier Anbach ist. Keiner mehr da. Wo sind denn alle hin? Das macht mir Angst. Wir müssen Rosie finden und herausfinden, was sie bis jetzt getrieben hat. Erstmal nach Hause. Home again. Können wir hier auch das Zeug wieder verkaufen bei ihm? Das hat sich doch gelohnt. Mit dem Bonus dazu 412. Und sonst irgendetwas, was wir verbessern könnten? Rüstung, sicherlich nicht uninteressant. Zistern, die deinen Namen trägt. Zistern, die deinen Namen trägt. Schaltet Rechemods frei Sturmjäger. Moment. Dieser Kondensator verwandelt Lichtkugeln in Wasserkugeln. Wirkt nicht auf Regenbogenkugeln. Wir haben jetzt ein Rädchen haben wir im Moment noch über. Reisekontrolle. Drücke A gedrückt. Halte A gedrückt, wenn der Düsenantrieb überhitzt, um deinen Fall zu verlangsamen. Ja. Zunächst, da wir ja nur einen übrig haben, können wir das doch mal ausprobieren. So, müssen wir jetzt aber trotzdem zur Oase zurück, ne? Da sind bestimmt die Türen offen, wo wir noch damals nicht durchgekommen sind. Da oben die Höhle haben wir schon. Das Ding sieht echt bedrohlich aus, wenn es offen ist. Müssen wir da wirklich reingehen? Bosskampf? Okay, sehen wir mal nach, was der dicke Schnapsi hier so treibt. Das ist nicht die dicke Schnapsi, der Reaktor. Was ist denn hier los? Oh nein. Rusty? Dort? Alter, was ist da los? Du hättest wirklich nicht hierher zurückkehren sollen. Was machst du da? Lass ihn sofort gehen, Rosie. Ist ja eigentlich klar, wie viele Schnapsis bei der Jagd nach ihm verletzt wurden. Er ist eine Bestie. Nun ist er nichts weiter als eine Batterie in einem Mech-Anzug und ich bin endlich mächtig genug, um deinesgleichen von hier zu vertreiben und fernzuhalten. Du hast mich betrogen. Ich habe dich benutzt. Du bist ein Werkzeug. Ich brauchte jemanden, der sich um diese lästige Maschine kümmert. Er hat sie gebaut, um meiner Fusionsbrennerei die gesamte Energie abzusaugen. Aber das war einmal. Oh. Der Reaktor versorgt mich jetzt mit allem, was ich brauche, um meine Art zu kontrollieren. Einen endlosen Nachschub an Mondsaft. Sie werden nicht mehr länger umherwandern. Sie werden sicher sein und mir den Respekt zollen, den ich verdiene. Ich verstehe, du hast also gemeint, dass, als du sagst, es schnapsig sei, verwirrt und gefährlich. Die Erdbeben, der Reaktor basiert auf instabiler Vectron-Technologie. Nein, du bist instabil. Ich habe endlich die Kontrolle. Du bist verrückt, komplett wahnsinnig. Genug. Au!
Was soll ich tun? Der Bullet Hell hier. Naja, wird mir jetzt gar nichts. Nein, verdammte Ficke. Springen jetzt, danke. Ja, und jetzt?
Ja, klar.
Mein Gott, nochmal!